Hier ist die Petra von Stempel dich bunt. Ja, wir sehen uns heute zu einem kleinen Tipps und Tricks Video sozusagen. Und zwar geht es um diese Buchstabenstanzen, das Punchboard, Word Punchboard von We Are Memory Keepers. Das verlinke ich dir unten natürlich und das ist nicht von Stampin' Up, deswegen hast du das bisher noch nicht so häufig gesehen. Ich habe das seit einer ganzen Weile und ich finde das richtig, richtig klasse. Das ist also so eins der wenigen Sachen, die ich eben von anderen Anbietern auch nutze. Und ich habe das ein, zwei Mal gezeigt und bin dann eben auch gleich gefragt worden, wie das funktioniert mit der Schrift. Grundsätzlich ist das so aufgebaut. Ich habe mir jetzt einfach mal hier die Buchstaben für das Danke liegen lassen. Das habe ich eben in dem Video zu dieser Karte eben gebraucht. Wenn du das kaufst, dann bekommst du das Stanzbrett mit einmal eben den Buchstaben des Alphabets. Das ist hier auch nochmal abgebildet auf der Seite. Also einmal das Stanzbrett selber und dann eben die 26 Buchstaben. Das ist in dieser Packung drin. Dann gibt es als zweite Packung auch noch die Zahlen und die haben dann auch noch das Unzeichen, hier Hashtag und ein Ausrufezeichen. Das gibt es also auch noch. Kann man dazu kaufen, wenn man das benutzen möchte. Und das Ganze ist so konzipiert, man hat hier auf der linken Seite eine Anlegekante. Da wird jetzt gleich das Papier angelegt. Da hat man hier hinten den Stopper, sodass man das nicht zu weit reinschieben kann. Und das sorgt dann eben dafür, dass die Buchstaben alle auf einer Höhe sind. Und ich kann jetzt mit meinen Wörtern anfangen. Hier an der linken Seite, da ist dann eben diese Aussparung, wo genau die Stanzformen reinpassen. Das heißt, die kann ich da reinsetzen und die rutschen dann in die richtige Position. Sie klicken nicht irgendwo fest oder so, aber sie, ja, man setzt die halt gerade aneinander und dann merkt man, ob die richtig sitzen oder nicht. Die haben hier vorne diese Nasen und hier siehst du auch eine, ja, so eine Strichleiste mit Zahlen, das heißt, die sind durchnummeriert. Und jetzt stanze ich einfach einmal dieses Wort Danke, das heißt, ich kann jetzt meinen Farbkarton an der linken Seite eben einschieben bis zum Ende und gestanzt wird, indem man den Deckel einmal runterdrückt. Damit drückt man dann diese Buchstaben-Stanzformen runter und dann sieht das Ganze so aus. Und ja, die Buchstaben haben einen sehr großen Abstand voneinander. Für manche Projekte ist das vielleicht ganz schön, oft ist mir das aber zu weit, deswegen benutze ich das dann in der Regel ein bisschen anders. Jetzt schneide ich das hier einmal ab, damit ich oben wieder die freie Kante habe. Wenn du dann den Farbkarton bei 1,6 cm abtrennst, dann sind die Buchstaben gut in der Mitte. Das ist also bei 1,6 das richtige Maß. Und was halt so ist, wenn du das jetzt so machst, wie ich es dir gerade gezeigt habe, hast du auf der linken Seite nur einen relativ schmalen Rand. Das heißt, je nachdem, was du machen möchtest oder wenn du halt die Schrift in der Mitte haben möchtest, dann klappt das so nicht. So, und was ich mache, ist grundsätzlich, dass ich eigentlich die Buchstaben einen über den anderen stanze sozusagen. Also wenn ich am Anfang anfange mit dem D, dann lasse ich das A erstmal weg, dann geht es weiter mit dem N, das K lasse ich weg und der letzte Buchstabe ist das E. Also Buchstaben 1, 3, 5 und das stanze ich jetzt einmal. Die habe ich jetzt gestanzt und jetzt merke ich mir oder gucke, an welchen Positionen sitzen meine Buchstaben. Und da sehe ich, das D, also hier dieser Nupsi von dem D, zeigt auf die 1. Und vorne hier die Nase von dem N zeigt auf die 9. Und wenn ich das addiere und dann, das sind dann 1 und 9 sind 10, durch 2 sind 5, weiß ich, die Mitte davon ist eben 5, das merke ich mir jetzt. Und dann gucke ich für meine noch fehlenden Buchstaben, dass ich das A so einsetze, dass der Nupsi von dem A an der Position 5 auskommt. Und das muss ich nur bei dem ersten mir einmal rechnen, denn jetzt kann ich das K auch einfach wieder rechts dran setzen. Und jetzt stanze ich mein Papier nochmal genau so, wie ich es eben eingelegt habe. Und jetzt habe ich praktisch die fehlenden Buchstaben in den Lücken nochmal ausgestanzt. Und das Ganze ist
dann deutlich näher zusammen. Das war das, wie wir es eben hatten, danke. So haben wir es jetzt gemacht. Und so kannst du es natürlich, zeige ich dir jetzt auch nochmal. Also du siehst für sowas nämlich dann auch gerne meine Reste ein, kriege ich noch hier hin. Und so kannst du das natürlich auch machen, wenn du jetzt ein Wort in der Mitte haben möchtest. Ich gucke jetzt mal ungefähr, wo ich dann da anfange. Ich setze jetzt einfach mal mein D als erste Position auf die 14. So. Das habe ich jetzt hier so reingesetzt. Ich hoffe, du kannst es sehen, dass der Nupsi auf der 14 auskommt. Und jetzt mache ich das genau wie eben. Also D, das A bleibt weg. Dann geht es weiter mit dem N. Das setze ich einfach wieder hier daneben und das E. Dann fädle ich mein Papier ein. So, und jetzt muss ich natürlich einmal gucken. Mein D sitzt auf der 14, das N sitzt auf der 22, sind zusammen 36, durch 2 sind 18. Das kann man natürlich hier auch einfach sehen. Also hier sehe ich auch, dass die 18 dazwischen sitzt. Das heißt, ich merke mir jetzt die 18 für mein A. Gucke, dass ich das A so setze, dass es in der 18 sitzt. Und du siehst halt, hier ist diese Reihe mit den Zähnchen. Die ist hier hinten, sind auch nochmal diese Zähnchen. Das heißt, da schnackeln die Buchstaben ein. So siehst du es wahrscheinlich und die verrutschen dann halt nicht nach rechts und links. Man muss halt einmal gucken, dass man da die richtige Lücke erwischt. Das K kommt dann einfach wieder daneben. Und dann habe ich das Danke eben so gestanzt. Ich schneide es nochmal gerade aus, dass es dann mitten auf dem Papier sitzt, wenn ich das nicht am Rand haben möchte. Ja, und zum einen finde ich die Schriftart einfach schön und zum anderen finde ich das eben sehr praktisch. Ich finde, das geht schneller, als wenn ich jetzt Namen zum Beispiel ausstanzen möchte. Ich habe das für die Kindergeburtstage gemacht. Da hatte ich für die Kinder so personalisierte Blocks. Und ich finde, das geht wesentlich schneller, als wenn ich mir für die einzelnen Namen jeden Buchstaben zum Stempeln irgendwie raussuche. Ja, und jetzt habe ich dir eigentlich alles gezeigt, was ich darüber weiß. Wenn du noch irgendwelche anderen super Tricks kennst, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Und wenn du das also dann nochmal bei meinen Projekten siehst, dann weißt du jetzt auch, wo das herkommt. Also, ich wünsche dir viel Spaß damit. Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, bis dahin. Tschüss.